Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. Heute Ausgleich anrühren. 24 Sack. Damit. Nee, denn die Firma Jans hat mal zwei richtige Buden mitgebracht. Nach dem Intro geht's los. Let's go! Ich habe die Ehre, heute zwei Modelle zu testen. Einmal Modell Clever. Kapazität sind hier 4 Säcke und wir können die Drehzahl regeln per Daumen an der Seite. Auf der Seite können wir es dann feststellen und auskippen geht hier über Fußtritt. Modell 2 Gigant. Kapazität bis 6 Säcke. Wir probieren es aber erstmal mit 5, weil genau 5 in den Raum passen. Und hier wird es ausgekippt über Kniestoß. Scheiße, das habe ich daneben gefilmt. Und hier wird es ausgekippt über Kniestoß. Der Vorteil hier ist definitiv, man kann, wenn man die zwei Schrauben löst, einfach die Höhe verstellen und kann mit dem Teil problemlos 4 Säcke Beton anmischen. Und man kann locker, sage ich mal, bis fast Kniehöhe dann hoch auskippen, wenn man jetzt mal ein Fundament betonieren will, was eingeschaltet ist. Drehmoment kann man hier nicht einzeln regeln, nur 2 Stufen. Pff, natürlich easy peasy. Allerdings muss man, wenn man den wechseln möchte, muss das Getriebe etwas drehen, dass man den Schalter umlegen kann. An Ausknopf hier oben. Absaugung haben beide. Hier natürlich nochmal einen passenden Sauger dazu. Jetzt geht's los. Die Firma Janser hat natürlich meine Videos gesehen und traut mir die Technik einfach nicht zu. Nun hat mir 2 Top-Leute vorbeigeschickt. Und hier ist der Esat und der Olaf. Wir starten wie gesagt mit dem großen. Die Rührdauer ist identisch 2 Minuten bei beiden, weil das vom Ausgleich abhängt, nicht von der Maschine. Allerdings kann man hier 6 Säcke mit einmal anrühren, hier 4. Wir starten damit. Wir legen los und legen das ganze Wasser vor, was wir brauchen für 5 Säcke. Dann schütten wir nach und nach die Säcke rein. Hier hast du wirklich bloß, ich sag mal, 30 cm über den Sack eine Staubentwicklung. Das wird sofort weggesaugt durch die Absaugung. Und du hast auch wirklich keine Klumpen gehabt bei den 5 Säcken. Wenn ihr seht, der untere Eimer, der ist rund, oval, wie so ein Ei eigentlich. Und dadurch hast du eigentlich keine Ecken, wo sich irgendwas festsetzen kann, was du wieder mit einrührst und danach die Klumpen hast. Das ist wirklich eine absolut geile Sache. Ich sag's so gleich, wir haben nur den getestet. Den anderen haben wir gar nicht benutzt, weil ich dachte mir, das Ding ist geil, wir lassen den anderen weg. Weil es war 60 Quadratmeter, da hatten wir jetzt nicht so viel Fläche und Platz, um da so viel zu testen. Und zum Hochtragen könnte man zum Beispiel den Motor einzeln rausnehmen, den Eimer, aber der ist federleicht, das seht ihr alles nachher rein sauber machen. Und dadurch war es eigentlich schon schonend, das Gerät hochzutragen. Was mich beim Modell Clever ein bisschen interessiert hatte oder eigentlich bevorzugt hatte, war die Größe, der war ein bisschen kleiner, aber es ist eigentlich wirklich bloß von der Höhe. Vom Abmaßen unten sind die wahrscheinlich gleich und beim Gigant habe ich halt die Möglichkeit, das Ganze höher zu stellen, um zu betonieren. Und das ist für die Zukunft für mich viel interessanter. Deswegen Gigant. So. Jo, der ist reif. Jetzt ist ganz wichtig, wenn wir gehen, dass wir nicht so nah am Wand. Und dann hier, wenn du transportierst, ausstecken. Ah. Weil sonst musst du den Kabel mitschleppen. Normalerweise, ja. Wenn ich kurz stummel, steckst du aus. Fertig. So, das Ganze haben wir jetzt einfach mal noch eine Minute reifen lassen, rühren das nochmal auf und dann Action. So, dann sucht euch die Position, so locker 1,20 Meter von der Wand weg, würde ich sagen. Macht die Handbremse rein, ganz wichtig. So, entriegelt wird jetzt hier mit dem Knie einfach, aber deswegen ist die Handbremse so wichtig. Wir haben jetzt hier 130 Kilo circa drin. Wenn das mit einmal kommt, vorbei mit der weißen Wand. Das ist gut. Hier oben schön festen Griff und langsam kommen lassen.
Und jetzt war ich an der Reihe. Zuerst habe ich mal ein bisschen Vertrauen mit der Maschine gefasst. Ein paar Haufen gekippt oder ein paar Pfützen gekippt. Bremse natürlich immer schön gezogen. Und sobald der Eimer dann ein bisschen an Gewicht verloren hatte, konnte man auch hier problemlos dann Bahnen ziehen. Das ist gar kein Problem. Verarbeitet haben wir hier den AS2 von Tamsit. Bodenausgleich. Eine Dritt, fahrsamiert. Wegen Spanplatte im Untergrund. Hier seht ihr auch die schwarze 2K-Kordierung. Und damit ist wirklich eine Bombenoberfläche geschaffen. Es ist wirklich ein absoluter Traum. Du musst nicht mehr warten, bis ein Eimer fertig gerührt ist, den du einzelnen hinträgst und auskippst. Es ist eine wirklich brutale Erleichterung und du schaffst die großen Flächen wirklich easy peasy in Rekordgeschwindigkeit. Das war auch der Grund, warum wir es hier gemacht haben, weil wir hier zuerst die zwei großen Räume machen und dann müssen wir hinten anfangen, in den ganzen Flur über bearbeiten, dass wir vorne bis zur Haustür kommen. Das wäre mit Eimern wirklich brutal gewesen, weil wir hier trotzdem noch einige coolen ausgleichen mussten. Und da war ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir das gleich mit den Gigant testen konnten. Also wirklich, ich war begeistert. Und falls Fachmänner hier gerade dieses Video schauen sollten, theoretisch soll man keine faserarmierte Ausgleichsmasse mit einem Zahnragel machen, so wie ich das mache, sondern normal mit dem Ragel mit den zwei Höhenpins. Allerdings hatte ich den nicht dabei und musste es mit dem Zahnragel machen. Aber da ich hier prinzipiell 5 mm gieße, außer an den ganz hohen Kappen, da bin ich so bei 3 mm, gibt es da eigentlich keine Probleme, einen faserarmierten Ausgleich mit so einem Zahnragel zu bearbeiten. Zum Saubermachen kann man den ganzen Rührrad dann rausnehmen. Quasi hier bloß aufdrehen. Jetzt kann ich weg. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was uns alle irgendwie abschreckt, sauber machen. Aber es ist nicht mehr Arbeit, als wenn man seinen normalen Rührquirl und zwei Eimer sauber macht. Wenn man geübt ist und den großen Behälter vorher sauber macht und dann da hinten unterstellt mit sauberem Wasser, stellt man einmal einen Motor an und das Teil ist sauber. Und wenn du mal was verpasst hast oder nicht richtig sauber gekriegt hast und du hast eine Ablagerung unten am Eimer, durch die Rundung satzt sich das nirgendwo richtig brutal fest. Das heißt, du kannst ihn danach umdrehen, rausklopfen, der Eimer ist sehr stark verformbar und ich liebe es einfach. Also Farbenschulze, zieh dich warm an, bald kommt eine Bestellung von mir und wenn ihr so ein Teil braucht, dann seid ihr mit Janser wahrscheinlich sehr gut beraten und das war's auch dieses Mal schon von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal, gebt dem Video am besten jetzt schon mal einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, Kuss auf die Nuss, ciao, Kakao. Danke, dass du mein Video bis hierher geschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Hast du Fragen oder Anregungen, schreib es unten in die Kommentare. Wir lösen dein Problem. Jetzt heißt es für dich, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gebe dir einen fetten Kuss auf die Nuss und denke mal dran. Einfach machen, der Fehler macht dich besser. Bis dann, ciao, Kakao.